Hallihallo, hallöle Leute. Da sind wir wieder, das Anton und der Döskopp. Und wir heißen euch herzlich willkommen zurück zu, naja, Season 2 of Palworld, würde ich mal sagen. Wir haben ja eine kleine Runde schon mal reingestartet. So, kleine Runde war schon wieder fast 2 Stunden lang. Heute Nachmittag, ne? Und ja, dann kam ja die kleine Pause dazwischen für meinen üblichen Freitagsfilmeabend. Und jetzt bin ich den ganzen Rest des Abends nur für euch da. Können wir eine Runde zocken, können wir eine Runde quatschen. Der Xela, habe ich gesehen, ist auch schon im Chat unterwegs. Wenn du Bock hast, kannst du auch gerne in den Voice-Chat reinkommen. Musst du aber natürlich selber entscheiden, weil du dann natürlich live auch hörbar bist. Ansonsten kannst du auch gerne einfach in den Chat reinschreiben. Ich glaube noch Bälle. Ja. Hast du gerade was gesagt? Nicht leise? Sehr leise, ja. Ich muss dich wahrscheinlich wieder hochdrehen, Moment. Ja, ich muss dich hochdrehen. Okay. Versuch's mal jetzt. Hallo, hallo, hallo? Ja, es geht. Wenn du dich selber noch ein bisschen weiter drehen könntest, dann wäre es perfekt. Aber es geht schon Ah, langsam. ich guck mal. Oh, ein feuchtes Jumbo-Ei. Was? Bist du jetzt schon ein bisschen hier auf dem Server rumgerannt? Was meinst du? Wie fühlt sich's an? Im Vergleich zu dem Gemieteten damals? Also, ich hatte schon ein paar Lags, nichts Schlimmes, nicht so wie auf einem anderen Server. Aber hoch springen, also beim Klettern springen, das geht auch hier nicht. Echt? Dann ist das vielleicht aber also ein Allgemeinproblem vielleicht mit Servern im Vergleich zu Das ist Singleplayer. möglich. Ja, hast du dir schon irgendwo wieder die geilste Stelle, die geilste Base aus dem Internet rausgesucht oder gehst du hier Nee. einfach so rein? Ich spiele so, wie es mir gefällt. Ich bin jetzt noch ganz am Anfang oben auf dem Berg. Mach da meine erste Ausrüstung und sowas. Also ich Hm. bin noch gar nicht unterwegs gewesen. Alles klar. Ich habe wieder gleich am Anfang einfach meine erste kleine Base dahin gepflanzt. Das Und habe ich schon gesehen. dann mal schauen, wo die nächste hinkommt. Aber die wird dort nicht lange stehen, denke ich. Ja, vor allen Dingen das Ding ist ja jetzt mit der neuen Airspace, die es dann gibt. Das Einzige, was du Genau. im Grunde noch auf der äußeren Welt abfarmen kannst, sind Kohle und Schwefel. Kohle und Schwefel ist das Einzige, was du in der Base nicht machen kannst. Ja doch, Kohle kannst du ja verbrennen. Holz. Gut, stimmt. Brauchst eigentlich nur Schwefel und ich glaube, wie heißt andere? Jetzt kommt Super Endgame, Super Late Game. Wie heißt das Scheißzeug? Quarz? Ja, gut. Quarz. Aber Quarz kannst du ja auch in der Base. Also wenn du so eine Brocken hast. Und Schwefel genauso. Also machst du dir einfach zwei Base, eine für Quarz, eine für Schwefel. Ab und zu mal teleportierst du dich rein, baust ein bisschen was ab und gut ist. Oder? Ich denke schon, ja. So eine Art könnte das klappen. Ich habe jetzt ein bisschen Angst, wie komme ich denn jetzt da wieder zurück, ohne zu ersaufen? Das kleine Stückchen da, was ich klettern muss, könnte schon ein klein bisschen zu viel sein. Es könnte jetzt der erste Tod werden. Also, wenn du ertrinkst und Death Penalty anhast, dann sind deine Sachen immer da, wo du ins Wasser gesprungen bist. Am Land daneben oder wo? Ja. Achso, okay. Gut, ich hab's rausgeschafft. Ich hatte es jetzt irgendwie schlimmer vorgestellt. Ja, Death Penalty ist an. Ich habe es so aber gestellt, dass man Ausrüstung und Pelz behält und dass man halt das Inventar, also quasi die Rüstung, den Rucksack quasi, den verliert man. Den musst du Das halt ist in holen gehen. Ordnung.
Ich wollte es nicht übertreiben und ich wollte es auch nicht komplett wegmachen. Ich denke, das ist ein guter Mittelpunkt. Ach, da oben sind sie alle. Die Pinguine. Ich wollte schon fragen, wo seid Ach, ihr? Hast du schon einen Hirsch gefangen? Ja, einen. Ich habe übelst Glück gehabt, dass der so alleine rumstand. Und da habe ich da ein bisschen mit dem Bogen drauf geschossen und mein Glück versucht und es hat geklappt. Nö. Gerade am Anfang, wo die Bälle noch so wertvoll sind, weißt du, wirst du keinen einzigen daneben werfen. Also ich habe 42, ist jetzt egal, ob ich jetzt einen daneben werfe. Was? Warum hast du schon so viel? Weil ich bisher nichts anderes gemacht habe. Außer Peilsphären und Pfeile herstellen. Du hast bestimmt die Ressourcen aus meiner Kiste geklaut. Ich kenne dich doch. Er verneint es nicht. Gar nicht! Er ran, verneint oder? Es nicht! Doch, ich glaube, die kann ich mir gar nicht rausnehmen, oder? Ich weiß es nicht. Du hast vielleicht mal meinen Pelz beim Abbauen zugeguckt und das Zeug aufgehoben, bevor sie es abgehoben haben. Nee, ich war gar nicht in deiner Base drin. Ich habe es mir noch überhaupt nicht angeguckt. Nur von oben vom Berg so. Ich frage mich, ob die gerade überhaupt was machen, wenn ich nicht in der Nähe bin und wo ich ausgelockt war. Also jetzt gerade machen die was, ja. Allesamt. Ist ja gut. Na komm, geh rein. Yay. Ich hab's irgendwie ein bisschen so, vermisst. Ich hab mal kurz geguckt. Also an deine Truhen kann ich nicht ran, das geht nicht. Mhm. Ich raus aus meiner Base, ich verprügel dich. An deiner Base rumliegt. Was? Ich könnte nur aufsammeln, was los in deiner Base liegt. Ah. Wo ist denn noch meine Base? Da hinten irgendwo, oder? Gibt es eigentlich immer noch keine Minimap für dieses Spiel? Kannst auch jederzeit M drücken, reicht doch. Ja, ich will oben eine Minimap haben. Ich glaube, eine Mod gibt es als Minimap. Das ist ja meine Base. Ich verstehe es gerade nicht ganz. Wem gehört die hier? Ach, das ist hier nebenan. Da hat, glaube ich, der Marderer sich hingesetzt. Direkt gegenüber, also. Immer diese Nachbarn, die weißt du, die keine Privatsphäre wahren können. Ich bin gespannt, ob die in meiner Abwesenheit jetzt irgendwie alle krank geworden sind oder so, aber nö, geht eigentlich. Cool.
Habe ich denn hier gebraucht? Hochofen und heiße Quelle, genau. Und bei der heißen Quelle, dafür habe ich Saft gebraucht. Da bin ich los, noch ein paar Pinguine geschlachtet. Meinen Freunden gemacht. Und es reicht nicht, verdammt. War ja klar. Guck mal, ich kann gerade 86 Pelz herstellen. Kostet ja doch nicht so viel. Das ist ja gut. Bin gespannt, wie man dann zu der neuen Insel kommt und zu den neuen Pearls und so, ob das einmal irgendwo jetzt dazugeklatscht ist. Hast du da schon irgendwas zu gesehen oder gelesen oder ist auch blind rein? Ne, gar nichts. Gar nichts. Nur gelesen, dass es irgendwas Neues gibt. Ich weiß auch was, es gibt irgendwie eine neue Insel und neue Pearls. Ich fände es ja toll, wenn man jetzt endlich mal zu dem Baum da hinten ran könnte, wo ich glaube, das heben die sich noch für ein bisschen später auf. Oh, Überfall! Alter, mein erster Überfall. Was soll das? Ich will das nicht. Menschenfressender Rudelpelz. Was ist denn da? Menschenfressendes Rudel aus Pelz. Leasepunk. Jetzt keine Bälle, aber ich habe keine Bälle, verdammt. Kann ich die fangen? Feierhaul! Mist. Alle tot, war. Ja, alles tot. Ne, da kommt was. Oder? Ach, Xela ist das. Ah, oh, ne. Ich hatte überhaupt vielleicht eins zu fangen zu können. In dem Moment, wo ich ankomme, lebt nur noch eine Eidechse. Irgendwas habe ich gerade gefangen. Ich habe ein paar Bälle geworfen. Der Dire Howl ist leider rausgekommen und dann gestorben. Muss mal gucken. Irgendwas wurde gefangen. Eins der Leasepunks. Okay. Kleiner Punk, ey. Mensch, zu sortieren wird dann wieder blöd. Wieder alles durcheinander hier. Ich wünschte, die würden das so ein bisschen sortieren. Auch selbstständig oder sowas, keine Ahnung. Wenn in vier Kisten Steine liegen, so drei Steine oder so in jeder Kiste, klatscht das doch mal in einer zusammen, zu 12 Steinen. Macht doch nein. Toneinstellungen. Gibt's das? C. Ja, wann gibt's das? Auch neu. Das ist neu! Mit Pavol gewaschen. Ist ja geil. Okay. Na dann. Muss ich ein paar Truhen hinbauen. Und mal wieder was einstellen. Das ist ja cool. Steine dann kannst du auch selbst du keine Steine mehr reinlegen, wenn du den Haken wegmachst. Echt? Das ist aber praktisch. Das ist ja cool, dann mache ich jetzt hier quasi. Stein und Erze, macht das Sinn? Fasern vielleicht noch. Was ist das? Wo würden jetzt Fasern drunter fallen? Und als Zutaten? Nee. Verarbeitete Materialien? Gucken, ob das klappt.
Friendzone. Und hier das gleiche. Ist ja top. Was machen wir denn dann hier? Kann man jetzt auch bei den Fresskörben was einstellen? Ah. Fertige Gerichte und Zutaten. Ja, interessant. Ich sehe schon, komm, das wollte den ganzen Abend wieder nur in der Base rumstellen. Sachen sortieren. Es fängt schon wieder an. Und wenn ich jetzt quasi in die Base komme und einfach nur alles abwerfe und meine Kisten sind alle richtig eingestellt, dann müssten ja meine Pals quasi dann anfangen, das Zeug einzusammeln und dort einzusortieren, oder? Richtig. Bin gespannt, ob die das hinbekommen würden. Wegen Erzen. Alles aus. Alle Materialien. Alles aus. Wenn ich jetzt hier ein Erz jetzt abwerfe, wo landet das? Tatsache. Sehr grandios. Das ist sehr grandios.
Die Eier, transportieren die auch die Eier? Tatsache. Das ist ja geil, Matiko. Verbesserungsgegenstände, was ist das denn? Das sind Verbesserungsgegenstände. Landet. Ich glaube, das wird so ein langsamer Prozess. Mal ein bisschen rumprobieren, schauen, wie es funktioniert. Torten. Und die anderen Materialien, die sollte ich vielleicht hier machen, nicht da drüben. Ich sehe also andere Materialien, das sind dann bestimmt auch so Sachen für von Pelldrops und so ein Gelumbe, ne? Ja, ne, Pellmaterialien gibt es ja auch separat. Und keine Ahnung, was ist das? Andere Materialien. Zutaten. Heilung und Verbesserung. Jetzt gar nicht. Mach ich die jetzt mal alle leer und klatsch mal alles auf den Boden und guck einfach mal, wo es landet. Das ist ja lustig. Finde ich toll irgendwie. Mal an. Gibt es einen Shortcut für abwerfen oder muss ich das immer hier drauf ziehen? Das weiß ich gerade gar nicht. Okay. Minderwertiger Heiltrank. Es gibt Heiltränke? Die gab es früher nicht, oder? Wo es jetzt landet. Oh lol. Was? Nicht mein Zeug einsammeln, ja? Ich habe einen neuen Bug gefunden. Einen neuen Bug? Ja. Was heißt denn? Ich weiß nicht, ob das Paar jetzt tot ist oder nicht, aber es hat keine Lebensanzeige mehr und greift weiter vollkommen an. Es kann dich weiter verletzen? Ja. Das ist scheiße. Und ich kann es nicht mehr fangen. Das kannst du jetzt quasi nur noch irgendwo hinlocken. Jetzt ist es umgekippt. Wollte ich gar nicht. Abbrechen, abbrechen! Schnell gebaut. Ich habe gerade so schön zwei Hirsche gefunden unten am Strand und ich war oben auf einer Erhöhung, wo sie nicht rankommen. Da dachte ich mir, ich kann die mir schön wegfangen. Und das eine, das
Weiß ich nicht, was damit passiert ist. Lebensanzeige plötzlich weg, während ich es versucht habe zu fangen. Hm. Und es kämpft weiter. Das ist blöd. Leute, ihr sollt das mal einsortieren, nicht, dass es verschwindet. Wir wissen, wo es landet. Wo ist hier ein Stein drin gelandet? Technikfrüchte. Also ein Stein ist keine Technikfrucht. So viel weiß ich. So, kommt drauf an, vielleicht für ein Geist-Pokémon. Was? Ein Stein? Als Technikfrucht? Ja. Für ein... Ich weiß, du versuchst gerade einen Witz zu machen, aber ich verstehe ihn echt nicht. Evoli, was? Stein, Nebulak. Nee, Technikfrucht, die sind für Attacken. Ja, danach kannst du Geist attacken. Ach. Okay. Okay. Du tötest das Vieh und dann wird es zu einem Geist. Ja. Herrlich. Mit solchen Leuten muss ich hier zusammenarbeiten, ja? Gebt euch das mal. Solche Leute, ja. Auf jeden Fall ganz wichtig, wenn du Mamores böse machst, dass du zum nächsten Teleporter läufst. Wolltest du 0,01% Fangchance. Leder, wo kommt denn das jetzt hin? Fasern gehen rein. Erz geht rein. Leder als... Ist das Perlmaterial, oder? Theoretisch. Schätze ich mal. Geht's jetzt einfach mal selber. Wo hab ich's gesetzt? Hier Perlmaterial. Ach, das Ding ist schon voll. Und Bärensamen zählen als Pellmaterial? Oder Verbesserungsgegenstände? Das kann auch sein. Dann machen wir mal eine extra Kiste für Verbesserungsgegenstände. Und schauen uns mal an, was dann passiert. Kleine Perlseele, das könnte bei Verbesserungsgegenständen landen, denke ich. Die Seelen sind dafür Upgrades da. Zutaten. Der Heilgang ist bei Zutaten gelandet, das ist ja auch mal interessant. Die Kiste, die kann noch gar nicht. Andere Materialien vielleicht? Jetzt sind wir hier. Machen wir hier mal verarbeitete Materialien. Ich bin gespannt, was das sein soll. Okay. Bitte einsortieren, Leute. Wo läufst du denn hin? Bärensamen bringst du wohin?
hat die jetzt hingebracht? Warte, die Bärensamen hingebracht hier rein? Nee, ne? Weil... Ach, das ist gerade auch noch auf alles gestellt. Machst mir alles durcheinander. Einfach mal jetzt eine Stunde Kisten sortiert. Was macht der Junge? Ich bin mal gespannt, wie lange ich nachher brauche, um die Bodenplatten meiner Base richtig zu stellen. Du kümmerst dich jetzt schon um Bodenplatten? Also das, da würde ich mir noch gar keine Sorgen machen. Nee, erst wenn ich Stein frei habe. Ja, ne? Und dann vielleicht auch Fliegen und so, sowas. Also ich will dann mir erstmal jetzt hier was einen fliegenden Untersatz holen und mal ein bisschen rumgurken und mal gucken, ob ich irgendwo eine schöne Stelle finde. Also, aber eigentlich erst dann, wenn man die zweite Base machen kann. Dann geht's am einfachsten, ne? Ja, da bin ich gerade bei, den Fortschritt zu erreichen. Bist du jetzt schon auf dem Weg dahin, du? Ist das eilig, oder was? Schon. Aber manchmal verstehe ich das Spiel nicht. Zweite Base kommt doch bei Level 10, glaube ich, ne? Ah, jetzt hat sich das aktualisiert. Ja, irgendwie so, glaube ich schon. Könnt ihr das jetzt bitte mal einräumen? Ich will wissen, was wo landet. Der Kleine macht gerade. Jetzt hilft er auch noch mit. Super, endlich. Wir wissen, was sind Verbesserungsgegenstände. Da ist noch nichts drin gelandet. Wie gedacht, Pellseelen würden da drin landen. Aber nein. Sogar die Pellseelen sind bei Pellmaterial gelandet. Komisch. Vor allen Dingen habe ich einen Mangel momentan. Palliumstücke. Was ist der kleinere? Ja, aber dafür habe ich zu wenig Stein. Und gerade Stein sammle ich ja gerade jetzt schon für nächste Base. Boah. Ist doch keine Eile. Kommt schon noch alles. Oder wirst du wieder in 2 Tagen durchspielen? Ja, so ungefähr. Nee, also ich werde hier bestimmt jetzt ein paar Wochen dran sitzen. Ganz gemütlich. Den Content so richtig ausmilken, weißt du? 300 Folgen drehen. Die sich eh keiner anguckt. Die Leute denken sich auch, nee, nicht der schon wieder. Genau. Sehe ich auch so. Denke ich mir auch jeden Morgen, weißt du? Wenn ich aus dem Bett plumpse und dann in den Spiegel gucke. Nicht der schon wieder. Und das da für einer? Ach du. Du gleitest schon, ha? Hab ich überhaupt schon einen Gleiter gemacht? Ich hab meinen Gleiter, glaube ich, noch gar nicht gemacht. Mensch, du, weißt du? Steht sogar im Tutorial steht drin, mach dir einen Gleiter, du Vogel. Vor allen Dingen, ich habe den gebaut und ausgerüstet und so 20, 30 Minuten später habe ich die Aufgabe erfüllt. Weil er vielleicht noch nicht aufgetaucht ist? Weil noch andere Sachen davor waren, oder? Ich glaube, ich habe den Gleiter tatsächlich schon gebaut, bevor die Aufgabe da war. Aber es ist halt trotzdem so komisch. So. Ja, 20 Minuten bleibt die Aufgabe noch da und ganz plötzlich ist sie erledigt. Was haben wir denn hier? Ich glaube, ich gehe jetzt erstmal ganz gemütlich los und hole mir von jedem Pell, was hier direkt um die Base rum drumherum läuft, einfach mal die 12 Stück für die Level-Ups.
12? Seit wann sind das 12? Ja, hab ich auch gefragt, aber es sind jetzt 12. Es waren 10, ne? Es waren 10, ja. Ja, bin ich mir auch ziemlich sicher gewesen. Jetzt sind es 12. Darauf habe ich gar nicht geachtet. Ja, und ich habe es einfach so nebenbei vorhin mal so gesagt, ja, ich müsste mir mal die 10er rein alle fangen. Und da sagt der Marderer, das sind 12. Ich sage, was? Es waren doch immer 10. Ja, jetzt sind das 12. Hat sich viel geändert. Oh, so ziehen sie den Multiplikator auch in der Länge, also schlecht ist das nicht unbedingt. Den sollst du doch nicht umbringen. Oh, eine Kiste. Meine erste Kiste. Echt so viele Level-Ups, einfach nur durch das Fangen von diesen Starter-Pokémon, sag ich mal. Ja, das ist im Grunde der einfachste Weg zum Leveln. Hat überhaupt nicht. Wir wollen gerade kein bisschen mitmachen. So, noch ein paar auf Marmorest schmeißen, sofort zum Teleporter laufen. 0,01% ist immer noch immer. Du schmeißt einfach so auf gut Glück. Ja. Okay. Solange da nicht 0% steht. Okay. Oh, auch interessant. Ich habe gerade die Holzfäller Base da in, hingestellt. Und die Beeren, die da standen, sind alle gepflückt. Konnte ich dann einfach aufsammeln. Okay. Kann ich nicht alles separieren? So. Heiße Quelle. Ach, wegen Stoff. Wegen Stoff. Ah. Klar, ich habe kein Palsoft. Ja, die Viecher.
Wäre auch toll, wenn man so eine Truhe haben könnte, bei der man sagt, die soll aussortiert werden. Dass man quasi eine Truhe einrichtet, wo man einfach alles reinklatscht, was man jetzt gerade gefunden hat. Man hat keinen Bock zum Sortieren. Die klatscht man jetzt voll und die ist aber permanent markiert als, die soll immer aussortiert werden, wenn jemand Zeit hat. Wenn dann einer gerade Zeit hat, kommt er vorbei, nimmt dann Item raus aus der Aussortiertruhe und bringt sie in die richtige Truhe rein. Einfach nur, dass man wirklich einfach in die Base kommt, alles raus, kümmert euch drum. Weißt Ja, gut. du? Das musst du natürlich auch alles richtig einrichten, ne? Die richtigen Kisten hinstellen, alles richtig sortieren und so, einrichten halt. Und sobald das einmal gemacht ist, sollten dann die Pals quasi dann für die Ordnung sorgen. Das finde ich super. Oder bin ich zu faul? Glaub schon, ja. Ich weiß nicht, ich mag das einfach so. Ich habe das auch bei 7 Days to Die und bei Valheim über Mods halt auch immer so gemacht. Ja, bin gestorben. Haufen Kisten Habe im eingerichtet. Dunkeln. Habe im Dunkeln nicht gesehen, dass da ein Stein ist. Ah, jetzt bist du zum Geister-Pokémon geworden durch den Stein. Ja. Okay. Macht Ein Sinn. Depresso hat mich dann abgespuckt. Das hier unten. Schnappst mir jetzt meine Pinguine weg, hä? Such dir eine eigene Base, du. Oh, es hat einmal. Oh, Scheiße, bloß weg hier. Ist die Agro jetzt gleich weg? Also wenn ich jetzt sofort zurück teleportiere, bin ich sicher oder sollte ich ein bisschen wegbleiben? Gleich Wenn du weg. sofort, dann, no, normal, wenn du dich jetzt direkt wieder hin teleportierst, müsstest du keine Akku mehr haben. Sagte er und dann war ich tot. Ja, hat geklappt. Hast du gesehen? Es hat einmal gewackelt, ne? Ich hatte mit 0,0 weggeschlagen. Ja, du musst von hinten irgendwo treffen. Ja. Immer Den schön von hinten Flochbomber. ran. Ich brauche Pinguine. Oh. Oh. Ich habe noch zwei Versuche bei Mamorest. Danach habe ich keine Bälle mehr. Nichts. Ich habe einen Vogel. Das wussten wir schon vorher. Ja, aber jetzt besitze ich einen Vogel. Ja.
Das ist ein riesen Unterschied. Hoho, das war knapp. Gerade aber auch so ein schönes Level 10 Marmoris, das wäre geil gewesen. Will dann nicht aus dem Wasser rauskommen, ey. Oh, hier ist ein Dungeon. Das ist auch so bescheuert. Stellst ja Steinbruch und sowas hin und die gehen da nicht bei. Die machen immer nur was anderes weg. Ich glaube, die haben komischerweise die Priorität, dass wenn Bäume und anderes Zeug rumstehen in der Base, dass sie erstmal die machen. Bäume und Steine und so anderes Gelumpe. Also das wenn du dann halt auf jeden Fall. Wenn du dann halt ein Fundament hast und das ganze Zeug nicht mehr nachwächst, dann werden sie sich halt eher auf die Strukturen konzentrieren. Und der P hat mich angeschrieben. Achso, er sagt, er kommt dann entweder morgen oder die Nacht vielleicht schon mal hier auf den Server. Wer ist denn eigentlich noch mit dabei? War eigentlich keiner mehr, oder? Weiß ich nicht. Hast du gesehen zum Beispiel beim Lagerfeuer, dass du unten rechts eine Option hast, kannst du einen Haken setzen, Pals den Transport erlauben? Das Lagerfeuer? Hm? Ach, gekochte Sachen rausnehmen? Ja. Das muss ich machen. Habe ich jetzt gerade gesehen. Ich bin jetzt gerade selbst beim Bärengrillen. Mhm. Ja, weil das Problem ist aber auch bei mir jetzt, ich habe das Lagerfeuer extra hochgebaut, damit sie nicht außerdem reinlaufen. Kennst du ja, mit dem Reinlaufen. Mhm. Da muss ich dann vielleicht nochmal irgendwie ein bisschen umbauen. Aber ja, das ist ja cool. Ja, vor allem später dann mit den besseren Kochstellen, wo sie nicht mehr sich verbrennen können. Ja, spätestens mit dem Kochtopf. Genau. Das wird ja toll. Ach, man soll zwei Bärengarten bauen. Ach, kann ich natürlich nicht. Du sollst sie doch nicht töten, du sollst sie verletzen. Und eine heiße Quelle. Ach ja, das war das mit dem Palser. Wann gab's nochmal das Schlachtermesser? Oh, keine Ahnung. Kommt, glaube ich, ein bisschen später erst, oder?
Weiß gar nicht. Ich hab's zumindest erst super late game erst benutzt. Du willst deine Pinguine abschlachten oder was? Erstmal muss ich welche fangen. Ich hab mich gerade komplett verlaufen. Wo geht's denn hier lang? So. Ist hier irgend so ein Teleporter? Bei Nacht sieht man die so viel besser. Nördlich von dir müsste die Stadt sein. Nördlich von mir. Guck nach Süden. Da war die Stadt. Meinst du? Jetzt hier reinjumpen, komme ich da lebendig wieder raus. Wasser sieht flach aus, ne? Ja. Gott sei Dank. Den Stein da drauf gesehen. Du meinst, hier oben ist die Stadt? Ja, in die Richtung war die, glaube ich. Genau, Norden, die 280 Meter. Das ist ziemlich weit, wa? Ich würde vergessen, dass der immer versucht wegzurennen. What the fuck? Gibt's an diesen Kirchenüberresten nicht normalerweise immer was? Ach ja. Was zum Lesen. Stimmt ja, jetzt sehe ich das gerade auch. Du hast ja eine Anzeige, wo der nächste Teleporter ist. Das sehe ich jetzt erst. Ja, ich muss erstmal wieder ins Spiel reinfinden. Ja, besser Spiel als nie. Ich entdecke Stück für Stück die Interface-Elemente. Die haben ja so ein wunderschönes Grafik-Interface gebaut, was ich einfach nicht raffe, weil ich die Hälfte nicht sehe. Ja. 120 in die Richtung ist auf jeden Fall ein Teleporter. Da ist die Stadt. Perfekt. Wie war das mit Fallschaden? Ich weiß, er existiert, aber war er groß? Glaube, halbes Leben. Halbes aktuelles Leben. Ach so, dann kann ich ja. War ja gar nicht so krass. Wie kommt man denn bitte da ran? Da ist ein Dungeon versteckt, guck mal. Ich wusste gar nicht, dass es direkt am Dorf einen Dungeon gab. Hallöchen, Leute. Mit 30er Wache. Ja, wir laufen weiter. So, was läuft hier? Kommt ihr zurecht? Oh, das ist mein Hirsch?
Ah ja, wir haben so ein Problem. Hab ich jetzt schon viel zu viele. Aber guck mal, das ist mir auch aufgefallen. Die haben jetzt einen Button für die Alternativplatzierung. Das heißt, wenn du jetzt sowas hier hinstellen wirst, du machst alternativ, dann versuchst du es, glaube ich, in den Boden. Oder? Genau. Finde ich toll. Hat mir immer so ein bisschen gefehlt. Jo, das ist nicht schlecht. Das wusste ich noch nicht. Und wo mache ich das jetzt? Dass die hier aus dem Feuer nehmen können? Was war das? Drück mal F. Es ist Rezept wählen. Ach, Pulse den Transport erlauben. Das ist ja. Ja, genau, stimmt. Du musst das eine Sache erst anklicken. Das ist ja super. Ich hab gerade die Option bei dir vermisst. Ich dachte mir so, hä, wo ist die hin? Dann könnt ihr das hier reinklatschen und verkochen. Ehrlich. Super. Ja, und die hat sich auch gemerkt, also auch für andere Zutaten. Super. Ist ja top. So, kein Stoff. Keine Wolle. Langsam, glaube ich, mal so eine Viehfarm hier hinstellen. Zumindest für die Wolleproduktion. Weißt du noch, welches Pal das war, welches auch hin und wieder Palsphären in eine Base geschmissen hat da rein? Ich glaube, das war so eine Katze, die hat Geld, Pfeile. Ah. Geld, Alles Pfeile klar. Und dann ab und zu mal auch ne, Sphären. Da weiß ich jetzt, welche das war. Ich komme mich aber nicht dran erinnern. Es muss doch eine Katze sein. Ein Dieb, weißt du? Ein diebisches kleines Biest. Woher hat es das her? Es gibt dann, glaube ich, noch eine bessere Version davon. Die dann statt Pfeilen, glaube ich, andere Munition fallen lässt und höhere Sphären. War auch so eine Katze. Ich glaube, die gab es nur im Dungeon am Anfang. Die Katzen? Ja. Ja, es gibt so eine Eiskatze in der Eisregion, die ist weit weg. Und in Dungeons, ja. Und sonst gibt es keine Ahnung wo. So eine schwarze Katze. Na genau. Ein kleiner Dieb. Ich habe alle meine Pals so durchgesucht, die ich schon gesehen hatte. Und ich habe einfach nicht die Beschreibung gefunden, welche diese scheiß Pals-Sphären finden kann. Wozu also brauchst die ist du ja die? Richtig stark am Anfang. Meinst du nicht, dass du genug Pals-Sphären herstellen kannst? Man kann nie genug herstellen. Aber mit zwei Bären zwei Bärenfeldern habe ich es echt schon mal übertrieben am Anfang. Mach ja, weg. Du brauchst nur eins. Ah, die Aufgabe, die will ja, dass du zwei machst, also. Ach so. Ich habe die Aufgabe, glaube ich, noch gar nicht, oder? Oder habe ich die aus Versehen gemacht? Kann auch sein. Ich habe mich noch gar nicht so richtig auf die Aufgaben konzentriert, muss ich sagen. Welche Quelle mache ich jetzt? Sieben. Hochofen. Hochofen. Den muss ich wahrscheinlich erstmal erlernen. Und eine Armbrust. Metallbaren. Mensch, sind wir schon so weit? Ich habe noch nicht mal den normalen Speer gebaut. Ich kann schon den Metallspeer jetzt erforschen. Fleischerbeil auf der 12. Gar nicht das Gefühl, dass ich schon bei Metall angekommen bin.
Kleines Fangeisen, Nägel. Welchem Level kommt denn der Sattel für den ersten Geier? War doch auch recht früh, oder? Ich dachte so 10er, 12er Bereich. Na, ich kann es noch nicht sehen. Ich habe den noch nicht gefangen. Aber ich habe den gefangen. Normal ganz früh sein. Ich sehe ihn gerade nirgendwo. Ach, hier! 15. 15. So, Hochofen. Feuerdrüsen, Hab ich doch. Dann stellt man die grünen Sphären her. Stufe 14. Farmbarkeit doch nicht. Welches Feuermonster war denn das, das die Feuerdrüsen abwirft? Feuerdrüsen quasi jedes. Nee, ich meine im Vieh, wie heißt das Ding? Na, in diesem Vieh-Dingsbums hier. Ach so. Vieh-Dings. Meinst du nach Viehform? Das weiß Vieh-Form. Ich nicht. Es gab ein oder zwei, ich glaube bloß eins. Ich dachte, es war der Feuerfuchs gleich vom Anfang, aber der ist es nicht. Das ist irgendwas anderes, kleines, feuriges. Das wollte ich mir jetzt gleich in die Farm packen, weil du mal im Verlauf so viele Feuerdrüsen brauchst. Wollte ich jetzt schon mal anfangen zu farmen, aber das klappt nicht ganz. Hier packen wir jetzt eine Kiste hin. Gib Wolle. Ich frage mich auch, wo die dann landen. Und ob sie die jetzt auch mal wirklich aktiv benutzen. Ja, hinten ist ein bisschen unpraktisch, ne? Hier hinten reinzulaufen, um was umzuhauen und dann das wieder wegzuschaffen, dann müsste man schon direkt die Kiste daneben setzen. So. Ja, ich mache ganz kleine Pause, 2-3 Minuten, bin gleich wieder da. Wenn hier ein Angriff kommt, schreit ganz laut, aber ich müsste es hören. Gleich. Viel Erfolg. Ach, komischerweise funktioniert mein Steam Deck heute nicht. Oder Stream Deck? Stream Deck.
Ich habe mein Handy so eingerichtet, dass ich die Tasten drücken kann, um umspringen, aber es macht's nicht. Muss ich heute manuell arbeiten.